Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part Pokémon Schwert mit dem Zwergenfürst hier aus der Galarabine Nummer 2. Da sind wir im letzten Part schon reingeraten und haben schon gegen Team Yale gekämpft. Team Yale hat sich hier in der Höhle uns in den Weg gestellt. Wir ließen uns natürlich nicht aufhalten. Und wer hier auf uns wartet, das ist ja eigentlich schon klar. Team Yale, ja. Und Kabu, der nächste Arenaleiter. Wer auch sonst? Team Yale, ich bin echt ja dankbar dafür, dass ihr mir bei meinem Training zur Hand geht. Aber ein Vergrund bei der Arbeit zu stören, ist völlig inakzeptabel. Wir wollen es doch gar nicht stören. Wir sind riesige Fans von Vergrund. Noch schicken, Alter. Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich platt. Um mich weiter mit ihm zu streiten, lass uns die Biegels machen. Wenn sie wirklich Fans von Waggon wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Bonk. Cabo! Mann, wie sie die zwei eben fertig gemacht haben, war einfach genial. So stelle ich mir auch einen Feuer-Arena-Leiter vor. Ah, ihr müsst Hob und Zwergfürst sein. Die beiden Trainer, denen Delion eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit, bis die ersten Challenger in meinem Stadion auftauchen, sinnvoll nutzen. Und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galarmine Nummer 2. Gibt es viele Pokémon, die dem Typ Wasser angehören. Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City. Quartiert euch dort im Hotel ein und rutscht gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet. Du sollst auch langsam umkehren, Waggon. Komm, ich bring dich nach Hause. Gong. Morgen heize ich euch ordentlich ein. Da verschwindet er schon, der haut ab. Und Hope ist ganz außer sich. Mein Bruder hat mir erzählt, dass sich viele Trainer an Cabo die Zähne ausbeißen und dann aus Frust die Einstände hinschmeißen. Na, das will ich doch nicht hoffen. Ich habe doch ein starkes Wasser-Pokémon im Team jetzt. Das noch ein bisschen trainieren, dann fegt es doch die Feuer-Pokémon von Kabu mit links weg. Aber wir werden dann schon noch sehen, wer hier wem einheizt. Okay. Und da rannten sie beide zum Ausgang. Verbringen die Nacht im Hotel Knospi in. Was für eine Mission. Das Waggon von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen. Du weißt, was ein Pokéjob ist, oder? Ja, klar doch, ja. Warum auch nicht? Puh, na gut, dann muss ich wohl über dir etwas darüber erzählen. In einer von den Zeiten Notizheften stand da ungefähr sowas erklärt. Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten sogenannte Pokéjobs unter die Arme greifen. Die Ausschreibung findest du bei Rotomina, in jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, vor uns liegt Engine City. Dann bin ich alle. Ich werde mich im Knospien erstmal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der Feuer-Arena-Netter Kabu auf dem Plan. Gut, die Pokéjobs. Oh, Mogelbaums Engine Ortsrand. Wir knechten also auch unsere Pokémon, indem wir sie in alle möglichen, ja, in alle möglichen, sag schon, Pokéjobs. Wir lassen sie arbeiten, wir lassen unsere Pokémon noch mehr arbeiten, wir quälen sie einfach weiter. Ein Item zum Tragen verdoppelt das Preisgeld, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. Ein Münzamulett. Das ist ja mal genial. Das muss ich jetzt mal. Oha, mein Team. Das sollte ich mal. Ja. Wie gesagt, ich habe keine Tränke und keine Beleber.
Aber ich habe... Wo war es? Münzamulett. Das müssen wir letztes Mal... Ja... Ein Blackie, warum nicht? Münzamulett. Hervorragend. Ein Mogelbaum. Das fangen wir uns doch schon, deswegen. Oh nein, stimmt. Scheiße. Mein Team. Ach du Kacke. Ja gut, das hatte ich ganz kurz mal vergessen, dass mein Team am Arsch ist. Ich glaube, ich sollte das mal hier lassen. Gegen wilde Pokémon zu kämpfen. Ein Hut. Ein Noctu. Oh. Noctu. Verzeihung. Wir werfen trotzdem mal einen Ball. Wir riskieren es. Einen Pokéball auf Noctu. Wir werden es nicht im Team haben wollen. Wir werden es nicht ins Team nehmen, aber ja gut. Reflektor. Na, sind wir mal so mutig und greifen an. Ja, wir haben noch ein überlebendes Pokémon. Ist jetzt nicht so sehr tödlich. Aber wir sollten jetzt unbedingt fliehen. Ja. Lassen wir es mal hier wieder. Ah. Ach du Scheiße. Wie entkomme ich diesem Trainerkampf? Ich muss zum nächsten Pokémon Center. Ich brauche Heilung. Ahu! Ein Trainerkampf hier auf der Route, das ist tödlich für mich. Ich kann gleich nochmal zurückgehen und die Trainerkämpfe machen. Das ist nicht das Problem, aber ich brauche mal hier. Ich brauche ein Pokémon Center. Dringend. Ich kann hier wirklich nicht kämpfen. Ich bin hier wirklich gerade nicht mehr in der Lage zu kämpfen. Gegen wilde Pokémon vielleicht schon irgendwie, aber nicht gegen Trainer hier auf der Route. Engine City, sehr gut. Einmal zum Pokémon Center. Lassen wir uns nicht durch die Story aufhalten. Ja, runter hier. Sehr gut. Hat mir auch schon ein paar Gedanken zu gemacht, dass ich da sehr wahrscheinlich mir mal einen neuen Look zulege. Auch eine neue Haarfarbe. Wäre nicht schlecht. Engine Ortsrand. Ja, da wollen wir erstmal hin. Hier erblicken wir einen kleinen. Hier erhaschen wir einen kleinen Blick auf die Naturzone. Der hat doch was gefunkelt. Nein, erstmal nicht zu dir, erstmal zu der Dame da drüben. So muss das sein. Smogons gibt's ja auch. Grüß dich, junger Trainer. Wärst du wohl so nett, dich mit mir im Kampf zu messen? Sehr gerne doch. Madame Katharina fordert dich heraus. Madame Katharina setzt Voldi ein. Oh, auch lange nicht mehr gesehen, dieses Pokémon. Ein Voldi. Elektro gegen Elektro, oder was? Das ist nicht sehr effektiv, ist klar. Aber Säure ist effektiv. Na komm. Dieser Doppeltyp hat halt einen bedeutenden Vorteil. Was? Ausgetauscht? Kranowitz lässt gegen dich kämpfen sehen. Okay, von mir aus. Die Überheblichkeit soll hier effektiv sein. Okay, das ist effektiv. Alles klar. Schon wieder ausgetauscht. Wen willst du denn jetzt haben? Takiro zurück. Alles klar. Von mir aus. Soll mir nur recht sein. Trashflegel. Funkensprung. Na komm. Wir brauchen Training für Takiro. Das ist noch Level 19. Das wird hart beim nächsten Arena-Leiter. Wir hier bei der Arena-Herausforderung Level 19 Pokémon haben. Das ist eigentlich nicht mit drin. Oh, im Ernst? Ich glaube, der wählt sich nicht aus, aber trotzdem. Ja. Wasser-Pokémon gegen Voldi. Das ist jetzt, ja. Die werden aber oft die Team-Pokémon ausgetauscht. Mini. Ja, ich besiege dich halt mit anderen Pokémon. Das ist jetzt keine Ursache. Gibt's halt ein bisschen Abwechslung im Kampf. Ja. Kannst du ruhig austauschen.
Ist mein ganzes Team am Kämpfen. So, nächstes Level für Takeru. Fletiamo wird eingesetzt. Okay. Fletiamo. Level 24. Das war das letzte. Das ist das letzte Pokémon von mir. Das kriegen wir auch noch hin. Windschnitt. Oha. Halt durch Nini hinein. Ein Volltreffer. Na komm, Rasierblatt. Was bringt's? Nicht viel. War auch ein Volltreffer. Okay. Da wechsle ich mal von selbst aus. Der Mordev, der kann mal kämpfen. Unser Fellow-Pokémon im Team. Wird halt sehr, sehr oft gewechselt. Das Modi. Da geht's doch bald wieder in die nächsten Entwicklungen. Kranowitz, der muss sich mal entwickeln. Da freue ich mich schon richtig drauf. Seine Entwicklung will ich sehen. Jetzt verbrutzeln wir ihn in der Luft, während er noch in der Luft schwebt. Nitro-Ladung. Na komm. Ja gut, da habe ich mir mehr drunter vorgestellt, aber okay. Dann halt noch ein bisschen Blut. Na komm. Ah, fast. Na komm, halt durch, Molly. Halt durch. Attacke. Einmal Blut. Mach's alle. So, Fletiamo besiegt. So, neues Level für Modi und für Blackie. Blackie erreicht Level 23. Wehe mir. Wer hätte denn auch ahnen können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst? Du gewinnst 9600 Pokémon-Dollar. Dies Ziel kriegst du aus dem Kampf gegen die Madame hervor. 9600, das hat sich ja mal gelohnt. Wenn wir Geld zum Shoppen, können wir das Geld ausgeben für einen neuen Look in Engine City. Hey, du da! Ja, du! Na los! Stell dich dem Kräftemessen mit einem Polizist an! Naja, so sollte das eigentlich nicht, so sollte das nicht laufen. Dass Polizisten hier auf der Straße jemanden angreifen. Das ist eigentlich nicht deren Aufgabe. Takeru. So. Erledigen wir den Polizisten. Das ist Polizeigewalt. Polizeibrutalität. Greift er mich einfach an. Ich, ein harmloser Passant, ein Zivilist hier unterwegs, ohne böse Absichten, dann werde ich hier einfach von den Polizisten angegriffen. Das geht doch nicht. Das ist. Was werden wir hier von? Das ist. So viel zum Neutralitätsgebot der Polizei. Einfach einen Passanten einfach angreifen und. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Ja, leider gibt's die schon. Das ist also. So ist es nicht. Gibt's leider schon im echten Leben. Traurig, aber wahr. Soll es geben. Aber den Polizisten zeigen wir, wo es lang geht. Es gibt eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Es gibt ja gleich mal. Das werde ich dem Vorgesetzten erzählen. Das gibt Stress. So, neues Level. Betrierung. Arthur, Polizist Arthur wurde besiegt. Okay, gut, dass er mir seinen Vornamen gesagt hat. Das wird mir gar nicht weiterhelfen. Ich werde mir deine Nummer, deine Dienstnummer merken. Ich werde dich verpetzen bei deinem Vorgesetzten. Du hast gute Pokémon dabei und deinen Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Du hast 5520 Pokémon-Dollar. Jetzt bin ich auch noch erpresst von den Polizisten. Gibt's denn sowas? Das ist doch Erpressung. Das ist doch hier. Nee, nicht Erpressung, wie heißt das? Manipulation oder so. Gib mir Geld, damit ich nicht aussage gegen ihn. Das ist doch hier. Gibt's doch nicht. Was sagt er? Pokéball, Superball. Ja, genau. Und hier ist wieder der Balchi. Das Stadion ist riesig. Wie viele Häuser da wohl reinpassen? Ich wollte mit dem Balltypen reden. Kann ich nicht? Ich ziehe von Stadion zu Stadion und feuere alle Teilnehmer Lauters an. Sag ruhig immer Hallo, wenn du mich irgendwo entdeckst. Wie hieß der nochmal? Ball, Ball, Ballfried, Ball.
Irgendwie so in dem Dreh. Und das mit Ball. So, hier kommen wir tatsächlich zum Pokémon Center durch. Sehr gut. Vielleicht nochmal auf die schnellen Look besorgen. Hier können wir nicht rein. Hier ist irgendwas drin. Wir können nicht rein. So, bevor wir ins Knospi gehen, nochmal ganz schnell, bevor wir die Übernachtung angehen, einmal runter in die Stadt. Das ist ein Muss. So, ab zum Friseur. Da will ich auf jeden Fall mal was machen. Damit wir hier mal ein bisschen neuem Look an die Arena Challenge gehen. Ist der Klamottenladen, da können wir auch mal reinschauen. Ob es da schon was Neues gibt. Während wir weg waren. Sportpullover. Bequemes Shirt. Polohemd, okay. Okay, Trainingsjacken, ja, jetzt eher nicht so. Mützen, Sportkappe. Ja, nicht schlecht, aber ich warte noch auf einen Hut. Einen ordentlichen Hut. Ja, Handschuhe. Muss jetzt nicht. Eine Jacke, da könnte man drüber nachdenken, ob man da mal ein bisschen rein investiert. Bisher bei mir noch nicht so der Bedarf. Und die kosten auch die Basic-Sachen, die kosten auch nicht so viel. Ja, Kondensjacken wollte ich eh nicht haben. So eine schwarze Kapuzenjacke für 2500. Ist auch nicht schlecht. Ja, warum nicht? Kaufen wir mal. Gekauft. So. Dann wird langsam kühl draußen. Wird schon Winter. Gerade in der Nacht, gerade mal Abend. Könnte man mal was drüber ziehen. So, Madame, ich brauche einen neuen Look. Herzlich willkommen. Was können wir für dich tun? Etwas ganz Verrücktes. Einmal die Haare gestalten. Eine neue Frisur. Also gut, was soll es denn heute sein? Haben wir hier wieder die Möglichkeit, ein kurzer Schnitt. Stoppelfrisur, mittellang und gewellt. Ja, das könnte man mal überlegen. Mittellang und gewellt. Ja, momentan sieht es bei mir kurz aus, aber... Also in real life. Am lang und gewellt, das mittellang und glatt, das... Ja... Ich doch selten. Seitenscheitel. Na, nicht so wirklich. Vielleicht Frisur auch nicht. Mit lang und gewellt. Ja. Ja. Gefällt mir eigentlich am besten. Es tut mir am besten gefallen. Ja, Stoppelfrisur auch nicht. Kurzhaarschnitt ist halt irgendwie langweilig. Ist halt die Standardsache. Passt irgendwie am besten zu mir, aber ja. Ist langweilig. Mit lang und gewellt. Ja, so kann es bei mir auch aussehen, wie ich lange nicht beim Friseur war. Ich lange nicht die Haare geschnitten habe. Das kann durchaus bei mir so aussehen. Momentan sieht es bei mir eher so aus. Eher. Naja, bei mir wird hier oben, wird es mir langsam ein bisschen kahl. Also, ja, so volle Haare, volle mittellang gewellte Haare, ja, nicht so der Fall, aber wird halt schon ein bisschen Haarausfall. Da können wir es im Spiel wenigstens noch sehen. Können wir es uns im Spiel wenigstens noch genießen. Wo wir schon echt nicht haben. Golden. Dunkelbraun, aschbraun, beigeblond, platinblond. Hier platinblond, das wäre doch mal was. Mit dem Ansatz dann eine andere Farbe. Oh nee, das ist die Frisur. Mittellang und gewellt. Unten schwarz, oben grau. Das wäre auch nicht, das wäre auch
Ist auch mal interessant. Purpur, weiß, grün, blau, rot. Rot würde ich eigentlich mal ausprobieren. Ist eine gewagte Sache, aber ich würde es mal testen. Das wäre mal ganz interessant. Würde ich mal einfach mal für dieses Spiel ausprobieren. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, mir auch im Real Life mal die Haare rot zu färben. Habe mich bisher noch nicht getraut. Hier im Spiel können wir es ausprobieren. Hier können wir uns trauen. Ja, machen wir es so. Bestätigen. Mittellang und gewellt. Haarfarbe rot. Warum nicht? Alles klar, dann kümmere ich mich mal um deine Frisur. Die Figur, also die Spielfigur im Spiel muss ja nicht immer... Wow. So, fertig. Sieht klasse aus, oder? Ja, die Figur im Spiel muss ja nicht immer 1 zu 1 Liga-Karte aktualisieren. Ja, sehr gut. Muss ja nicht immer 1 zu 1 Themen mit dem übereinstimmen, was im echten Leben ist. Ja, das kann man sich auch mal ein bisschen austoben. So, Liga-Karte können wir die mal teilen. Können wir die mal angucken. Müsste ja einen neuen Code haben. Ja, nicht schlecht. Also mir gefällt's an dem Charakter. Ja. 2 Sternchen habe ich schon. Alles klar. Verbindung wird hergestellt. Kriege ich jetzt die Connection zum Internet hin oder haut das jetzt nicht? Ah, geht gerade nicht. Ja, es läuft gerade nicht. Das läuft gerade nicht so. So. Na dann. Mit unserem neuen Look. Mal Richtung Knospen aufbrechen. Die Übernachtung angehen. Hat doch was geblinkt. Da war noch ein Item unterwegs. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Hier kommen wir nicht rein in die Läden, in die Geschäfte. Okay, dann geht's halt hier hoch. Dann geht's hier weiter. Alles klar. Ja, Kommissar. Haben wir das auch mal erledigt. Supiduki, ich speichere hier meinen neuen Look ab. Das erlebt sich hier mal. Speichern. Autosave habe ich ausgeschaltet im ersten Part schon. Joa, so sieht's aus. Rein da. Weiter geht's mit der Story. Oh, wen haben wir da? Mary wartet schon auf uns. Hallo, Zwergfürst, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Ein bisschen Nachtshopping oder was? Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Na klar doch, einer feinen Dame helfen wir doch immer. Wir sind ein richtiger Gentleman. Das sage ich nicht nein. Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge gewinnen kann. Jetzt gleich, sofort, jetzt auf dieser Stelle. Okay. Oh, was für ein Kampfgeist. Oh nein, nicht Timiel. Oh, Pokémon-Trainer Mary fordert dich heraus. Alles klar, Timiel steht nur hinten dran, oder? Mischt dich das auch ein? Okay. Die roten Haare sind ein bisschen ungewohnt. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen. Okay. Die Bunkel, das kriegen wir vielleicht mit Säure hin. Der mit Wangenrubler. Oha, Hasenfuß von Takio wirkt. Na komm. Ich weiß, das ist nicht sehr effektiv. Wir hätten Säure einsetzen sollen, aber Wangenrubler. Jetzt müssen wir das Team tauschen. Nicht das Team. Das Teammitglied einwechseln. Ja komm, jetzt kann ich mal Prof ein bisschen beweisen. Ja, komm, Prof, du bist dran. Kämpfe. Alles klar. Felsgrab vielleicht. Ich weiß echt nicht, was das für ein Typ ist. Das ist, glaube ich, Gift vom Typ her. Aber ich weiß es nicht. Vergeltung. Okay, nicht schlecht.
Alles klar. Wir haben noch keine Items. Wir müssen uns Items besorgen. Pokémon Center. Das ist echt übel. Prof erledigt. Ja, muss man dran denken. Im nächsten Part vor der Arena Challenge. Unbedingt. So, Mordef, du bist dran. Müssen wir diesen Kampf besiegen? Müssen wir diesen Kampf bestehen oder müssen wir nur unsere Fähigkeiten beweisen? Müssen wir es nur versuchen? Gibt es ja auch manchmal Kämpfe, die man danach nicht K.O. wird. Dass dann einfach heißt, okay, du hast das Beste gegeben. Du hast versucht. So zu Urex. Okay, interessant. Das ist zweites. Zwei Herzen noch. Nitro-Ladung. Verboten mir es. Das ist Elektro, aber ja, wir kriegen es trotzdem irgendwie mit Feuer besiegt. Kopfschuss. Okay. Feuer ist jetzt nicht super effektiv, aber man kann es versuchen. Dann haben wir noch Doppelkick. Auch nicht das Effektivste, aber es hilft. Kopfnuss. Na komm, halt durch, Modi. Du hast noch ein paar KP. Hochzugieb. Na komm. Super Tank. Ach, du Schande. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hätte ich rechnen müssen, aber ja gut. Hätte das denn ahnen können? So, Doppelkick. Na komm. Sehr gut. Heißt nicht umsonst Doppelkick. Und weiter wird gekämpft. Halte durch. Bleib stark. Doppelkick. Attacke. Und da war es noch eins. Der zweite Doppelkick. Der zweite Kick vom Doppelkick bleibt nichts. Kann nicht eingesetzt werden. So, Morpeko. Okay. Es wäre irgendwie öde, wenn jetzt nicht schon alles vorbei wäre. Ja, eben. Ah, Morpeko. Das Ding also. Da mal Doppelkick. Das ist, glaube ich, Elektro. Das ist einer von diesen Pikachu-Nachmachern. Jupp. Ich glaube, dieser Attacke bringt meine Gefühle gut zum Ausdruck. Na, du wirst schon sehen. Biss. Aha, okay. Was sind deine Gefühle? Was? Okay. Es hat sich verwandelt. Los, Backgame wechseln. Braucht auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Dann neue Levels. So, pflücken wir es von den Bäumen. Auf die es gerne klettert. Sieht zumindest so aus, als würde es gerne auf Bäume klettern. Ich weiß ja nicht. Könnte sein. Oh, wieder lieb. Überheblichkeit. Na komm. Das muss doch was bringen. Mann, wirklich. Lass dich doch nicht noch so schnell zerbeißen. Das wechselt aber relativ häufig. Von gut zu böse. Los, Wanderer. Müssen wir wieder ran. Müssen wir unser ganzes Team einsetzen hier. Nicht schlecht. Gewissheit. Mit Gewissheit werden wir es besiegen. Smopiku. Gewissheit. Zack. Okay, ja, vielleicht nicht mit dieser Attacke, mit diesem Hieb. Dann wechsel doch deinen Typ nicht so schnell. Wechselst ja von Gelb zu Blau zu Blau zu Gelb zu Gelb zu Blau zu Blau zu Gelb. Hin und her. Oder zu Lila. Okay, schon wieder. Ja. Evil Monkey Mopiko. Ich glaube, das hat auch eine andere Fähigkeit. Also das eine ist Elektro und das andere ist Psycho. Was ist das interessant an dem Link? In dem Pokémon. Morpeko besiegt. So schaut's aus. Keine Levels. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Du gewinnst 6240 Pokémon-Dollar. Du bist siegreich aus dem Kampf gegen. Ja. Irgendwie, was ist so? Eine Arena-Challengerin. Mary vor. Ich
hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du sollst auch schlafen gehen. Genial, macht keinen Aufruhr. Die sind ruhig. Na, das gibt's doch nicht. Gegen die beiden dort oben, dann müssten wir doch jetzt eigentlich kämpfen. Die müssten doch jetzt eigentlich darauf bestehen, dass ihr Vorbild nicht verloren hat. Oder was? Peku! Am nächsten Morgen, oder was? Genau. Die Nacht ist vorüber. Am nächsten Morgen. Morgen, Zwergfürst. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen und konnte es gar nicht erwarten. Aber er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabus Liga-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Du erhältst die Liga-Karte von Kabu. Du sortierst die Liga-Karte in deinem Album ein. Oh, und das kannst du auch noch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Du hast 2 Feuerheiler. Die können wir hier brauchen. Kennst du Kabos Spitznamen? Er wird auch unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Engine-Stadion und schnapp dir den Feuerohren. Peko! Der kleine Peko und die kleine Mary. Ja, sehr schön. Die Mary, die gefällt mir. Also die finde ich gar nicht schlecht. Da wird mir schon Glück gewünscht. Ich will nochmal schnell zum Pokémon-Center. Wenn ich denn darf, wenn ich durchgelassen werde, werde ich. Wir haben ein paar Tränke kaufen gleich. Ich sag trotzdem schon mal ein Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Und wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, lasst natürlich ein Abo da. Abonniert diesen Kanal, dann verpasst auch nichts Neues. Verpasst da keinen neuen Part auf diesem Kanal von Pokémon Schwert. Oder kein anderes Let's Play, kein anderer Let's Play Part. Falls da noch was kommen sollte. Oder generell keine Neuigkeiten. Ja, dann habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Ich würde hier noch ein paar Tränke kaufen, keine Items. Na. So, Supertränke. Kann nicht schaden. Da ein bisschen Geld rein verschwenden. Ja, können wir nicht nur für Klamotten ausgeben. Müssen wir auch mal ein bisschen in Überbeleber und Supertränke verschwenden. Geht gern noch 5er. Sind wir bei dieser Pleite. Ja, muss erstmal reichen. So, weiter geht's. Und weiter geht's im Abenteuer im nächsten Part. Ja, alles, was ich sagen wollte, habe ich schon gesagt. Seid beim nächsten Mal auch mal wieder mit dabei. Dann könnt ihr sehen, wie ich hier durchstarte gegen den Feuer-Arena-Leiter. Ja, da wartet schon Hope auf uns. Ja, guter Ort, um diesen Part zu beenden mit dieser neuen Frisur, mit diesem neuen Look. Ja, man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.